Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Spyro 2 Gateway to Glimmer. Jo, endlich mal wieder ein Spyro-Teil. Ich liebe Spyro und das ist mein Lieblingsteil der Spyro-Reihe. Spyro 2 ist so ein göttliches Spiel. Ja, viele sagen, dass das nicht so der beste wäre, aber für mich, aus meiner Sicht, ich finde ihn persönlich am besten. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Ich muss das Spiel leider über die PlayStation 3 spielen. Ich habe mir das Spiel von Dennis ausgeliehen. Allerdings, also sagen wir mal so, ich möchte meinen alten Grabber so gut wie möglich nicht mehr benutzen, sondern alles mit dem neuen Grabber machen. Deswegen, erstens hätte ich sowieso nicht von der PlayStation 1 selbst aufnehmen können. Denn da ist der Laser ja irgendwie hin. Ich habe da bisher noch nichts dran gemacht. Ihr habt ja gesehen, wie das bei Abe abgegangen ist. Das Problem bei der PlayStation 2 ist, dass der Grabber... Also wenn ich über Chinch mache, dann sieht das mega scheiße aus. Aber so richtig derbst übel scheiße. Wenn ich das über... Wie heißt das nicht? Component? Halt dieses Juff-Kabel, keine Ahnung. Das mit dem grünen Stecker und was weiß ich. Wenn ich das darüber mache, dann funktionieren zwar PlayStation 2 Spiele, aber sobald die PlayStation 2 irgendwas emulieren muss, habe ich kein Bild. Erstens auf dem Fernseher nicht und zweitens im Aufnahmeprogramm nicht. Das liegt aber an dem Programm. Aber das ist da auch anscheinend irgendwie bekannt. Ich habe jetzt zwar die neueste Version runtergeladen, aber ja, also es funktioniert bisher noch nicht. Deswegen mache ich das Ganze über die PlayStation 3. Ich habe soweit, also ich habe normalerweise nehme ich immer, also es gibt gut, besser, beste. Und sonst habe ich immer so, sag mal, also wenn gut 0% ist, besser 50% und beste 100%, dann habe ich ungefähr bei 70, 75 sonst immer aufgenommen. Und jetzt nehme ich ungefähr bei 30 auf. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so extrem scharf aussieht, weil das sieht scheiße aus. Auf jeden Fall sieht es jetzt mal besser aus auf dem Fernseher als von der PlayStation 2 über Chinch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir legen hier mal eine Datei an. Ich glaube, wir können uns jetzt sogar ein Bildchen aussuchen für unseren Speicherstand. Neues Spiel. Nee, können wir nicht. Dann war das beim dritten Teil. Aber ich lasse euch jetzt hier mal in die Welt der Drachen eintauchen. Hört dieser Regen jemals auf? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sonne aussieht. Wir sollten Urlaub machen. Irgendwo, wo es warm und sonnig ist. Drachenufer? Ja, da war ich nicht mehr, seit wir Nasty York verhauen haben. Wie sieht's aus, Sparks? Lust auf Urlaub am Strand? Der letzte ist an Nork. In der Welt der Avala. Funktioniert es, Professor? Beinahe. Noch einige kleine Änderungen an diesen Kugeln und... Vielleicht ist es doch keine gute Idee. Einen Drachen hierher zu bringen, könnte Ripto nur noch wütender machen. Beruhige dich, Jäger, und hör auf zu zappeln. Aber du hast das Buch des Professors gesehen. Sie haben solche Klauen, solche Zähne. Und sie spucken Feuer. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Das ist der springende Punkt. Ein Drache ist unsere einzige Chance, Ripto zu stoppen. Und das weißt du auch. Es geht! Es geht! Ja! Ich habe einen Drachen! Harte Landung. Hi, wo geht's zum... Scheiße, der Ton ist weg. Strand? Na super. Hey, hört auf mich anzustarren. Habt ihr noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Ist das ein Problem, Mieze? So, da hat wohl jemand vergessen, mich einzuladen. Wolltet ihr etwas vor mir verbergen?
Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avala gebracht? Ich hasse Drachen! Was hast du? Au! Kratz! Töte sie! Töte sie! Schluck, du Idiot! Du hast mein Zepter gefressen! Um euch kümmere ich mich später! Wer war der Spinner? Das war Ripto und wir müssen ihn loswerden. Er macht jede Menge Ärger hier. Aber ich habe jetzt keine Zeit, das zu erklären. Nimm dieses magische Avala-Handbuch. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Ich muss jetzt Ripto folgen und schauen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommerwald, okay? Hey, warte mal. Oh, wie sind wir nur in diesen Schlamassel geraten? Das Abenteuer beginnt. Jo, und jetzt habe ich wieder Ton. Okay, da werde ich mir wohl die Stimmtonspur beim Dennis klauen. Denn irgendwie hat das gerade einen Aussetzer gehabt. Aber ich glaube, Dennis hat das auch gehabt. Also liegt es an der CD wahrscheinlich. Aber da ist jetzt erstmal fett drauf geschissen. Denn ich will zocken, dieses Spiel. Das geht nicht mit dem linken Analogstick, die Kamera. Muss man das immer noch so machen? Das ist unser Handbuch. Wir haben 4 Leben, 0 Edelsteine, 0 Kugeln und 0 Gegners getötet. Optionen. Karte. Nö, eigentlich nicht. Aktiv. Vibration ein. Okay. So. Ich mag das nämlich nicht, wenn die Kamera passiv ist. Wow. Das ist ein bisschen ungewohnt, das auf so einem großen Spiel zu spielen. Das geht nicht. Das ist ungewohnt so. Es ist so groß. Ich spiele das jetzt halt auf meinem großen Fernseher und sonst habe ich das immer auf meinem kleinen gespielt. Ja, auf jeden Fall 100% ist angesagt. Also alles, was man holen kann, auch die Stilpunkte. Ich weiß nicht, ob es dann mehr als 100%, 105, 120. Keine Ahnung. Aber wir sprechen jetzt erstmal hier den ersten Pupsi an, ne? Hi Spyro, willkommen in Glimmer. Zu unserem Unglück ist eine Horde Echsen aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine stehlen. Kannst du sie aufhalten? Ne! Wie ist du überhaupt? Wenn du meinen Freund... Oh, entschuldige. Pogo der Steinschneider. Pogen. Wenn du meinen Freund Switcher finden kannst, wird er dich für deine Hilfe belohnen. Okay. Auf jeden Fall, hier in diesem Level kann man jetzt schon 100% holen, obwohl man hier eigentlich klettern muss. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Aber wir sammeln jetzt hier mal erstmal alles auf. Wir sind hier dieser kleine, ich wollte schon sagen grüne, dieser kleine Drache hier. Und unser Begleiter ist Sparks. Das ist unsere quasi Lebensanzeige. Okay, da habe ich alles geholt. Jo, das erste Level kann man zwar schon getroffen werden, aber es ist dann schon ein bisschen peinlich, wenn man getroffen wird. Die Gegner geben nicht so wie in dem ersten Teil Edelsteine, sondern halt diese komischen Geister oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn man... Es gibt hier so Powerpunkte, werden wir gleich auch noch sehen. Wenn man den benutzen will, muss man eine bestimmte Anzahl an Gegnern getötet haben. Töten ist so ein böses Wort, ist mir aber egal. Ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt, aber es ist so ein tolles Spiel. Ich glaube, für viele ist der beste Spyro-Teil der dritte. Schätze ich mal. Den dritten, den finde ich an sich ganz cool. Ich finde das hier irgendwie besser. Ich kann das auch nicht beschreiben, warum. Kann man hier irgendwie... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Controller-Einstellung. Analog-Modus. Digital-Modus. Guck
gucken, ob das jetzt... Ey! Digitalmodus. Ja, analog. Ich bin ein bisschen doof, oder? Okay, das jetzt geht da gar nichts mehr. ich habe gar nichts gesagt. Ich kann nicht so. Okay. Weiter geht's. Hier war ich jetzt schon 3000 Mal, dann gehen wir mal hier hinten hin. Ja, lauf noch dreimal gegen die Wand, genau. Ich kann das ja jetzt schon mal sagen, meine Lieblingswelt vom Aussehen her ist, Scheiße, wie heißt sie? Fuck. Nee, so heißt sie nicht, aber... Kann nicht sein, hallo? Ach, du doofe Ziege. Hi, Spyro. Ich bin Eloras Freundin. Und sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wenn du zu mir kommst, zeige ich deinen Fortschritt an. So etwa. Sap bedeutet, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten bist. Bis später. Ja. Herbst. Das ist so peinlich, dass mir es gerade nicht einfällt, ne? Herbst. Irgendwas mit Herbst. Herbst. Autumn. Herbst. Keine Ahnung. Herbst. Ach, halt die. So. Wo bist du? Wo bist du denn? Da bist du. Wir Steinschneider sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu steigen. Du bist wohl auch zu klein. Wenn du gelernt hast zu klettern, geh nach Glimmer zurück und komm zu mir. Nee, dann noch mal gleich direkt, weil... Ach, halt die Fresse. Weil, man kann das auch von hier machen. Da muss man aber so einen komischen Sprung machen, den ich nicht kann. Ach, drauf geschissen. Auf jeden Fall... Nee... Da oben hin. Müssen wir? Da kommt man auch so hin. Das habe ich sogar damals selbst rausgefunden. Da war ich echt ein bisschen stolz auf mich. So, mit dir sprechen wir erstmal noch nicht. Wir gehen erstmal hier runter. Dann ist wieder so ein Fetti. Noch so einer. Erstmal schön die Edelsteinchen einsammeln. 10 Gegner haben wir schon getötet. Oder woanders hingebracht. Wie man das auch immer sagt. Da war noch ein roter Edelstein. Okay, jetzt müssen wir mit dem Geldfettsack reden. Ah, du musst der Drache sein, von dem alle sprechen. Drache hin oder her. Ich fürchte, du musst eine kleine Gebühr zahlen, um die Brücke zu öffnen. Es kostet 100 Edelsteine, sie zu überqueren. Ja, 100 Edelsteine zahlen, um die Brücke zu überqueren? Ja! Dankeschön, Herr Drache! Spyro, nicht wahr? Jetzt darfst du die Brücke jederzeit umsonst benutzen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. Ja, ja, Arschloch. So, hast du noch irgendwas anderes? Immer noch hier! Warum hilfst du nicht den Steinschneidern? Dann zeigen sie dir den Weg zum Sommerwald.